Frohe Weihnachten. Euch auch. Frohe Weihnachten. Willkommen in der Noppenglitzerscheune. Wir haben den 24.12.2021. Wir haben es fast geschafft. Aber passend zu meinem Grinch-T-Shirt gibt es heute einen Fakt, den ich ziemlich traurig finde. James Cook hat am 24.12.1777 bei seiner dritten Reise eine Insel entdeckt, die er Weihnachtsinsel nannte. Kiribati, glaube ich, so heißt die Insel, die gehört zu Kiribati. Und was haben die Briten gemacht? Natürlich, wie es sich gehört, wenn man eine schöne Insel entdeckt, später bombt man sie mit Wasserstoffbomben weg. Tja, das sind wir Menschen. Richtig cool sind wir. Freunde, was aber richtig cool ist, dass wir hier jetzt die letzten Türen an meinen Adventskalender öffnen. Und wenn ihr euch vielleicht an gestern noch erinnert, ich würde echt gerne wissen, welches ist euer liebstes Weihnachtslied? Ich fange jetzt nicht an mit Last Christmas. Also nein, ne? Und ich fahre auch nicht nach Hause, ne? Weil Weihnachten ist, also auf einer Straße. Driving Home for Christmas. Ich glaube, der fährt immer noch. Der fährt, der liebe Typ. Nee, aber schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ist euer liebstes Weihnachtslied? Ich sage euch am Ende des Videos, welches meins ist, und es ist gar nicht so spektakulär. Aber spektakulär ist hoffentlich jetzt der Inhalt der Türchen. Und wir fangen an mit zum letzten Mal dieses Jahres mit dem Kalender von JB Spielwaren. Hier hinten die Rückseite. Ninjago. Und die 24 ist hier. Und da haben wir noch eine Figur. Merry Xmas. Das ist ja cool. Und auch ein bedruckter Pullover. Oh, richtig nice. Ich weiß gar nicht, ob das regulär ist, aber mir gefällt der richtig gut, der Pullover. Zeige ich euch. Hammer. So. Karton geht das letzte Mal ins Regal. Star Wars heben wir uns auf. Machen wir mit Friends weiter. Mir juckt die Nase vor Freude. So, Freunde, da. Friends. Friends will be friends. So, 24. Wo ist das letzte Türchen? Da. Ein Geschenketisch. Ein Geschenkeschlitten. Wir hatten ja gestern den Schlitten. Und jetzt haben wir hier nochmal einen Anhänger mit Teddybärchen und so. Richtig pickepacke voll die Tüte. Hammer, 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 Hammer. So, geht da an die Seite. Avengers. Da müssten jetzt ja eigentlich, wenn ihr gestern das Video geguckt habt, ein paar Lichterketten und Steinchen für den Tannenbaum drin sein. Und was ist? Ja, nein, der Infinity Gauntlet. Oh, krass. Mit den Steinen. Das ist ja cool. Kommt der auf den Tannenbaum drauf? Egal, da ist er. Richtig cool. Mit den Infinity Stones. Richtig cool, cool, cool. So, geht an die Seite. Ich muss noch mal kurz schauen. Wofür ist das da? Gibt es da was irgendwo für? Nö, einfach nur so der Dings, ne? Ich mache aber keinen Snap, sonst seid ihr alle weg. Haha. So, Harry Potter. Da bin ich auch gespannt. 24 hier unten. Eine Minifigur. Ach, dieser Dreidel, dieser hier, der da, dieser Würfel, wie heißen die Dinger? Oh Mann, jetzt komme ich nicht drauf. Ich kenne es aus dem Israelischen, das ist der Dreidel, der Kreisel, der Würfelkreisel, hier für dieses Spiel. Bin ich ja mal echt gespannt. So, zack, dann Trommelwirbel, die letzten beiden Türchen, City. Da müsste jetzt ja hoffentlich auch der Weihnachtsmann drin sein. Oder hatten wir den schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Da ist ein Weihnachtsmann drauf. Und da ist ein Weihnachtsmann drin. Chief Wheeler als Weihnachtsmann mit Megafon. Richtig nice. Richtig nice. Oh, Freunde, ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig. Auch wenn diese Reise jetzt zu Ende geht. Und jetzt hier Star Wars. Ein letztes Mal. Das letzte Tütchen. Es ist schon ein bisschen Wehmut dabei. Und da haben wir Boba Fett, wollte ich schon sagen, was ja falsch ist. Din Djarin als Weihnachtsmandalorianer. Der X-Miss Mando, so kann man es sagen. Ja, Freunde, jetzt noch ein Snap, dann war es das erstmal. Aber es soll keine Wehmut sein, denn wir sehen uns ja noch zu einem extra Video, wo wir den ganzen Inhalt nochmal präsentieren. Aber jetzt präsentiere ich euch erstmal alles vom 24. Ja, Freunde, und bevor es weitergeht, bevor wir auf die Sachen hier eingehen, bin ich euch schuldig, welches mein liebstes Weihnachtslied ist. Und das ist ganz, ganz klassisch. Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich liebe das Lied, ich finde es cool. Es gibt natürlich ein, zwei populäre Popsongs, die ich gut finde. Aber so ist es Stille Nacht, Heilige Nacht.
für mich einfach so ein Klassiker, der dazugehört. Den wir auch früher immer vorm Tannenbaum schön singen mussten. Still. Ich mach's jetzt nicht, ihr solltet nicht abschalten. Ja, Freunde, City, hier haben wir Chief Beeler als Weihnachtsmann. Schön bedrückt vorne, hinten, nicht bedrückt, bedruckt. Schön vorne, hinten mit der Mütze, mit dem Bart. Wir haben hier einen Cookie in der Hand, das Megafon und hinten eine Zuckerstange im Rücken. Schön ist auch, dass wir einen Cookie als Reserve haben und auch so ein Bart kann man nie genug haben. Ja, bei Star Wars hatten wir halt ne, Din Djarin, den Mandalorianer, schön mit Weihnachtsschal, schön bedruckt, oben der Oberkörper auf allen Seiten. An der Seite haben wir die Beskar-Polster überall und die Hose ist vorne auch bedruckt. Der Helm ist leider ein schwarzer Kopf, so wie wir es früher kennen von den Stormtroopern oder auch von den ersten Boba Fett-Köpfen. Aber richtig cool, trotzdem eine tolle Figur. Bei JB Spielwaren, bei Ninjago, haben wir hier unseren grünen Kämpfer. Und da ist eigentlich der Kopf und die Hose total egal, denn dieser Sweater ist cool. Wir haben da einen Weihnachtsmann-Kopf drauf mit Bart und wir haben hinten schön draufstehen Merry Christmas. Richtig cool. Dieser Oberkörper-Torso ist richtig nice, der gefällt mir. Den kann man benutzen für viele Sachen. Und schaut mal auf Instagram, da wird es heute sicherlich auch ein Bild mit einer Figur geben, die so ähnlich aussieht wie ich mit diesem Sweater an. Ja, bei Friends haben wir erstmal wieder eine ganze Menge an Steinchen über und auch so einen tollen Kristall, so einen Diamantstein, der so perlmuttmäßig glitzert hier. Und warum ist der so cool? Naja, der ist hier versteckt auf dem Schlitten mit den Geschenken. Wir haben hier schöne Sachen dran. Wir haben diesen super schönen Teddybär und wir haben dieses kleine Geschenkchen. Und hier drinnen, man hört es, haben wir in den großen Geschenk, haben wir diesen Perlmuttstein auch nochmal richtig schön. Der glänzt richtig, wirklich Perlmutt, haben sie gut gemacht, gefällt mir. Kannte ich so vorher auch gar nicht. Ja, bei den Avengers haben wir jetzt hier den Infinity Gauntlet, den schönen goldenen Handschuh von Thanos mit den Steinen. Ja, wer Avengers kennt, der weiß, es gehört dazu. Warum der jetzt so lose ist, das erfahren wir dann nochmal in den Video mit dem oder Videos mit dem mit den einzelnen Adventskalendern, den ganzen Inhalt. Ich weiß noch nicht, ob ich da ein Video mache oder zwei, kommt aber sehr zeitnah. Ich muss aber sagen, bis jetzt, bis hierhin, die Avengers nicht so ganz so, ja, dass ich sage, hurra. Hier haben wir dann noch die ganzen Trays mit den ganzen Steinchen nochmal über, falls mal hier ein Stein verloren geht, finde ich okay. Und ein halber blauer Technikpin haben wir auch über, auch ganz cool. Ja, und bei Harry Potter haben wir hier den Kreisel für das Spiel. Das schauen wir uns aber auch nochmal im Abschlussvideo ganz genau an. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich da vielleicht aufgrund der Fülle der Sachen vielleicht mehrere Videos mache oder eins. Lasst euch überraschen. Ja, Freunde, jetzt bleibt mir nur nochmal Danke zu sagen, dass ihr mit mir diese 24 Videos durchgeguckt habt. Wenn ihr jetzt genug habt von Adventskalendern, dann schaut ihr einfach vielleicht eines der vielen anderen Videos auf meinem Kanal. Ich bin ja nicht ganz untätig. Es macht mir Spaß für euch, Content zu produzieren. Vielen lieben Dank dafür und nochmal vom ganzen Herzen frohe Feiertage, frohes Weihnachtsfest. Bleibt gesund und ja, dann war es das letzte Video aus der regulären Reihe. Macht es gut. Auf Wiederbauen. Hey, schön, dass du noch da bist. Immer noch in Weihnachtsstimmung? Dann schau doch hier eines der anderen Videos zu meinen Adventskalenderöffnungen. Oder, wenn du keinen Bock auf Weihnachten hast, aber Bock auf Klemmbausteine, tolle Geschichten, dann schau hier unten dieses Video an. Sicherlich auch was für dich. Und wenn du dann immer noch nicht genug hast, darfst du mich gerne auf dem großen Blogster-Logo abonnieren. Auf Wiederbauen!